Hey Freunde, was geht ab? Heute gibt es mal eine News für euch und zwar geht es um einen neuen One Piece Film. Das Ganze ist noch nicht bestätigt, das heißt nicht zu sehr hypen, ja, es ist noch nicht bestätigt. Wenn eine Bestätigung kommen sollte, dann werdet ihr es auf jeden Fall hier direkt erfahren und vergesst auf jeden Fall nicht den Kanal zu abonnieren und dieses Video zu liken, damit auf jeden Fall mehr solche Videos kommen. Und falls diese News nicht stimmen sollte, ist es meiner Meinung nach trotzdem ein ziemlich interessantes Thema. Und zwar wurde anscheinend, ja, es ist noch nicht von einer absolut sicheren Quelle, sondern von einer bisschen vagen Quelle meiner Meinung nach. Kann ich euch auf jeden Fall mal verlinken. Und zwar wurde anscheinend ein neuer One Piece Film sozusagen angekündigt. Heute ist der Jahrestag, beziehungsweise der 21. Jahrestag von One Piece. One Piece ist genau heute vor 21 Jahren in Japan gestartet und deshalb dann dieser Film, der One Piece Rocks heißen soll, Freunde. Und wer den Manga aktuell gelesen hat, weiß schon, worum es geht. Und zwar um die Rocks Piraten. Ob es jetzt eine Person gibt, die Rocks heißt, ob die Piratenbande allgemein Rocks heißt und jemand anderes sozusagen der Führer ist, wissen wir nicht. Aber Freunde, wenn es denn stimmen sollte, dass wir einen Film kriegen mit dem Namen Rocks, wird es auf jeden Fall sozusagen um diese Piratenbande gehen. Es wird um Rogers Vergangenheit gehen. Es wird darum gehen, wie Garp zum Helden geworden ist. Das heißt, wenn diese News stimmen sollte, werden wir wahrscheinlich den heftigsten One Piece Film und auch den wichtigsten One Piece Film aller Zeiten bekommen. Es war ja auch damals so, als der Film mit Shiki kam, wurde Shiki auch im Manga erwähnt und damit halt dem Ganzen etwas Canon-mäßiges gegeben wird. Und anscheinend ist es so, dass das Ganze von Oda sozusagen geschrieben ist und auch supervised ist. Also er gibt den Leuten sozusagen die Dinge, die er machen soll und die halt nicht machen sollen. Also irgendwo ist es schon noch von Oda, aber ob es zu 100% Canon ist, wissen wir noch nicht, aber das ist meiner Meinung nach auch relativ egal, weil es halt Dinge sind, die in der Vergangenheit passieren und wenn da Ruffy nicht mit drin ist, kann dieser Film nur nice werden, weil, nicht, dass ich Ruffy nicht mag oder so, aber es geht einfach nur darum, was Ruffy gerade aktuell tut. Er ist gerade auf Wano Kuni im Manga und dann wäre halt das Ganze sozusagen ein bisschen aus dem Kontext gerissen, ja, wenn es auf einmal so passiert, es wird kaum erklärt oder sonst was, deshalb könnte es da komisch werden und außerdem, wenn Ruffy im Film ist, dann tendieren die Leute immer dazu, ihm neue Attacken zu geben und so. Das ist alles irgendwie halt dann so nicht kennen und deshalb fände ich das cool, wenn alles auf die Vergangenheit aufbaut. Das heißt, Goldie Roger Flashback, Goldie Roger in seinen Rookie-Jahren, ja. Wir werden vielleicht dort sehen, wie er vielleicht ohne Teufelsfrucht, seinen Teufelsfrucht werden wir sicherlich nicht sehen. Ich glaube nicht, dass Oda das jetzt schon machen würde, wobei One Piece läuft seit 21 Jahren. Das müssen wir uns auch nochmal überlegen. Ja, dann könnte es sein, dass Roger da kämpft. Vielleicht sieht man, wie er als in seinen jungen Jahren sozusagen seine Crew da zusammenstellt. Vielleicht sehen wir da Rayleigh, dann Scopper, Gabban und er, so die ersten drei Leute. Oder vielleicht auch mal ein Mädchen in seiner Crew, hat man bisher auch kaum gesehen. Und das wäre alles ziemlich cool. Also Roger in seinen Rookie-Jahren, wie er dann sieht, wie sozusagen die Rocks-Piraten die letzten Gegner sind, die er besiegen muss, um sozusagen der Stärkste zu sein oder um Piratenkönig zu sein. Also allgemein Rogers Vergangenheit und vielleicht sogar Hinweise dazu, woher der Strohhut herkommt. Vielleicht sehen wir eine Silhouette von einer Person, die Roger dem Strohhut gegeben hat oder sonst irgendetwas Kleines. Und ich denke, dass Oda so etwas machen könnte und auch machen wird, wenn es denn stimmen sollte, dass so eine Art Film in die Kinos kommen soll. Und viele haben ja auch so schon spekuliert, dass ein neuer One Piece Film kommen sollte und so. Und deshalb denke ich auch, dass es von der Zeit her ziemlich gut passen würde, wenn sie es jetzt ankündigen und er nächstes Jahr dann erscheint. Was würdet ihr davon halten, beziehungsweise was haltet ihr davon, von dieser unbestätigten News? Ich fände es auf jeden Fall extrem krass, wenn man irgendwas mit Roger sehen würde, beziehungsweise mit den Rocks-Piraten, was sie überhaupt sind und danach auch noch sieht, wie Garp irgendwie aufsteckt oder sonst was oder einfach nur Kaido und Big Mom, ja, die wären auch Teil von diesem Film, weil sie anscheinend auch was damit zu tun haben. Das heißt, ein kompletter Film sozusagen über die Vergangenheit der vier Kaiser, über den Piratenkönig und alles. Also das wäre wahrscheinlich das, was ich mir am meisten wünschen würde. Ja, zusammen mit Rogers Flashback, Rogers Vergangenheit ist das mit einer der heftigsten Dinge, die passieren könnten. Ich hoffe, das Ganze stimmt. Wenn es rauskommen sollte, dass es irgendwie fake ist, dann werde ich es auf jeden Fall in die Kommentare anpinnen. Und wenn es bestätigt ist, werdet ihr auf jeden Fall dazu einige Videos sehen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall extrem. Falls es denn stimmt, wie gesagt, schreibt auf jeden Fall eure Meinung unten in die Kommentare. Und ja, bis im nächsten Video, Leute.